Hallo zusammen zu meinem siebten iPad App Review. Ich habe diesmal drei neue Apps für euch, die wirklich alle sehr, sehr interessant sind. Ich fange mit einer App an, die ich so halb schon mal getestet habe. Ich mache hier den Ton mal aus. Und zwar ist das Chop Chop Soccer. Nur diesmal ist es die HD-Version. Ich möchte die beiden mal so ein bisschen vergleichen. Ihr seht, Menüaufbau, also falls ihr das erste schon geguckt habt, ist alles ziemlich gleich. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Single Match und lassen das einfach mal so stehen und starten mal ein Spiel. Grafisch tut sich da auch nicht so viel. Hier ist es halt alles so ein bisschen schöner aufbereitet, also nicht so wirklich schöner, also für an den großen Bildschirm angepasst. Aber so wirklich spielerische Neuerungen gibt es nicht. Die App kostet 1,59 €. Oh, wo schieße ich denn hier wieder hin? Und was bei mir jetzt so ist, ich versuche irgendwie hier auf diesem groß, also auf dem kleinen Bildschirm beim iPod oder so, habe ich einfach nur immer wir irgendwelche Strichkombinationen hier gemacht. Und hier versuche ich wirklich so zu kombinieren, was aber nur so halb funktioniert, da die Steuerung nicht so die beste ist. Trotzdem, das Spiel macht wirklich Spaß. Also es hat genau die gleichen Vorteile wie auf dem iPod. Es ist herrlich unkompliziert, man muss nicht viel können, um hier so eine Runde gewinnen zu können. Man kann einfach so ein bisschen drauf losspielen, sich ein bisschen abreagieren. Das macht auf jeden Fall wirklich viel Spaß. Dazu ist es mit 1,59 € auch noch relativ, oh, fast relativ billig. Das heißt, die Gesten sind, falls ihr das Spiel noch gar nicht kennt, man streicht hier einfach nur über den Bildschirm, um zu grätschen oder zu schießen oder zu passen. Und wenn man hier in kleineren Bögen hier läuft, dann kann man noch dribbeln. Und wenn man in also wenn man den Finger weiter wegsetzt, dann rennt man. Also das ist so das ganze Spielprinzip. Für so mal kurz zwischendurch macht das auf jeden Fall Spaß, weil so eine Partie auch nicht wirklich lange dauert. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich die iPod oder die iPad-Version nehme, dann würde ich mich am Ende für die iPod-Version irgendwie entscheiden, weil es da irgendwie noch so ein bisschen hektischer und lustiger zugeht. So viel zu Chop Chop Soccer HD. Jetzt kommen wir zu einer App, die auf der Keynote vorgestellt wurde. Und zwar ist das Epic Citadel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar ist es hier diese Unreal Technology, die dieses ganze Spiel so besonders macht. Das hier ist übrigens eine Universal-App. Das heißt, ihr könnt die auch gleich auf dem iPhone, iPod ausprobieren. Und ja, viel kann man hier auch nicht machen. Wie gesagt, es ist einfach nur eine Technik-Demo. Alles, was ihr hier seht, ist wirklich schon Spielgrafik. Und was man hier in diesem Level machen kann, man kann hier einfach so ein bisschen rumlaufen und diese Grafik bewundern. Es ist wirklich unglaublich. Also ich finde es wirklich unglaublich, was man hier alles machen kann. Das Spiel startet dann auch immer wieder von vorne. Man kann jetzt hier sich noch umgucken und man hat hier noch so zwei Control-Sachen. Aber wenn man sich hier umguckt, dann ist das wirklich atemberaubend, was man hier sieht. Von der Grafik her ist es einfach, also ich kann irgendwie das noch gar nicht realisieren, dass es sowas auf dem iPad im Moment gibt oder iPod gibt es ja auch. Hier ist man in der Keynote lang gegangen, da gab es dann hier so einen Kampf zwischen zwei Rittern. Man kann auch hinten dieses Dorf noch besuchen. Irgendwie Computercharaktere gibt es hier noch gar nicht, aber wenn man hier mal so auf den Boden guckt, was da alles an Details ist oder hier in den Himmel, was es da alles zu sehen gibt. Also ich finde es wirklich unglaublich, hier sieht man sogar so die Sonnenstrahlen, wie die einblenden. Ich freue mich wirklich, wenn das hier ein komplettes Spiel wird, dann werde ich mir das auf jeden Fall holen. Ich werde es bestimmt auch auf jeden Fall durchspielen, weil wenn das so eine unglaubliche Grafik hat, dann läutet das wirklich so eine neue Generation von iPad- und iPod-Spielen ein. Und ladet euch das auf jeden Fall mal, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Man kann zwar nicht viel machen, aber man kommt aus dem Staunen kaum heraus. Und wie gesagt, eine Universal-App. Und jetzt kommen wir schon wieder zur letzten App, und zwar nennt die sich Drums Challenge Charlie Morgan HD. Und hier haben wir sie, und wir starten sie gleich mal, und wie man im Namen schon hören kann, es hat was mit Trommeln zu tun. Ich bin auch selber Schlagzeuger, deswegen habe ich mich sehr gefreut, deswegen hat mir diese App wirklich viel Spaß gemacht. Was man hier machen kann, es ist so ein bisschen wie Tap Tap Revenge, nur für Schlagzeuger. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal Jazz und wir gehen hier mal auf einfach, damit ich mich hier nicht total blamiere. Es ist halt einfach so, oder man bekommt einen Beat vorgespielt und muss diesen Beat nachspielen. Jetzt sind wir hier im Jazz.
jetzt nur mal so einen kurzen Einblick hier. Ihr seht schon, es wird dann auch immer komplizierter. Das macht alles am Anfang wirklich sehr, sehr viel Spaß. Was dann aber irgendwann stört, ist, dass der Bildschirm, oder es liegt vielleicht am Bildschirm, also ich denke, ich habe ein relativ gutes Rhythmusgefühl, aber es ist einfach wirklich schwer, dann den Takt zu treffen. Ihr habt es hier gerade schon gemerkt, bei dem einfachen Rhythmus hier auf dem Becken. Da ist es dann, wird es dann wirklich schon schwierig, da hemmt einen so ein bisschen die Bedienung. Nichtsdestotrotz macht das Spiel aber für 2,39 € wirklich viel Spaß. Man als Schlagzeuger und auch als Nicht-Schlagzeuger hat man hier viele Level, die man ausprobieren kann. Man kann neue Sachen für den Freispielmodus freischalten und also Free-Play-Mode freischalten, so herum. Und das ist auf jeden Fall motivierend und ja, ihr habt gesehen, wenn sie euch gefällt, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, das war's dann auch schon wieder hier mit meinem siebten App-Review. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Apps für euch dabei. Holt euch auf jeden Fall diese App und diese App. Also eigentlich holt euch alle drei, wenn ihr wollt. Mir gefallen alle drei sehr, sehr gut. Aber diese, weil sie vor allem kostenlos ist, das ist wirklich ein richtiges Grafikwunder. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr euer Wochenende schön genießt. Ich habe im Moment noch welches und ja, ich bin raus hier. Ciao.